Tell me exactly what's happened. I just had a 12-year-old boy show up here at my front door asking for help. Okay. He has duct tape around each ankle. Yeah, there's sores around him. I think the good chance he's been... He also said... Oh, and he has them around his ankles. I mean, his wrists as well. Okay, this boy has been... This kid has obviously been... I think he's been detained. He's obviously covered in wounds. Okay. Let's get the paramedics headed over that way, okay? Oh, that's a good idea too. Es gibt ein Update, Freunde, und ihr glaubt nicht, was diese Frau von sich gegeben hat. Für die, die das Video letzte Woche nicht gesehen haben, ich wiederhole das ganz schnell hier. Ruby, Frankie und ihr Ehemann haben ganz lange Zeit einen Kanal geführt, nämlich seit 2015. Auf YouTube haben sie den Kanal 8 Passengers geführt. Sie hatten, ich glaube, insgesamt so 2,1 oder 2,3 Millionen Abonnenten auf YouTube. Und dort konnte man ganz gut ihren Lifestyle sehen. Sie haben nämlich diesen Mormonen-Lifestyle gelebt. Ich weiß nicht, ob das bei Mormonen so normal ist, aber ich war sehr, sehr erstaunt, wie streng diese Frau war. Damals ist sie mir schon sehr ins Auge gestochen. Über die Zeit hinweg ist den Leuten aufgefallen, dass sie gerade das Essen sehr rationiert, was bei den Zuschauern auf jeden Fall auf Unverständnis gestoßen ist. Viele Zuschauer haben was dazu gesagt. Es gab zum Schluss nur noch Hate auf diesem Kanal. Viele Leute wollten sie einfach nur fallen sehen. Ehrlich gesagt auch zu Recht. Der Kanal von 8 Passengers ist seit einiger Zeit nicht mal vorzufinden. Stattdessen hat Ruby Frankie einen neuen Kanal gegründet, Connections auf YouTube zu finden, mit ihrer Geschäftspartnerin Hildebrand heißt sie. Wenn ihr das Ganze etwas detaillierter haben wollt, dann bitte klickt auf das vorherige Video, das ich am Freitag hochgeladen habe letzte Woche. Da könnt ihr auch noch mal ganz genau, um besser Anschluss zu finden, dem Video zuhören und dann dieses Video im Anschluss sehen. Am Samstag, als ich das Video hochgeladen habe, habe ich gesehen, dass es ein Update gibt, liebe Freunde, zu Ruby Frankie. Ihr wisst, wurde sie vor knapp 2 Wochen verhaftet. Sie steht nämlich unter Verdacht, ihre Kinder misshandelt zu haben, weshalb sie jetzt in Jail ist. 2 ihrer Kinder befanden sich im Krankenhaus, waren sehr, sehr stark unterernährt und haben deutliche Zeichen angezeigt, dass sie misshandelt worden sind. Eines der Kinder hatte ja geschafft abzuhauen, deshalb ist sie ja jetzt momentan im Gefängnis mit ihrer Geschäftspartnerin. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde, die Stripes stehen ihr. Bei all den Videos, die man öffentlich sehen konnte, hat diese Frau das mehr als verdient. Sie musste vor dem Richter auftreten. Das Ganze geschah online. Es war eine Online-Anhörung. Das waren so viele Leute dabei, die das online mit angesehen haben. Insgesamt 7000 Menschen. Ja, jetzt kommen wir zu den wirklich sehr schockierenden Nachrichten. Diese Frau ist grausam. Es wird bei ihr in insgesamt 6 Anklagepunkten verhandelt, richtig? Und wisst ihr, was sie dem Richter erzählt hat? Dass eines ihrer 6 Kinder ein anderes Geschwisterkind sexuell missbraucht hat. Nicht nur ein Geschwisterkind, sondern mehrere Familienmitglieder. Die Frau hat noch gesagt, dass eines ihrer Kinder sogar sich in der Nachbarschaft rumgetrieben hat und genau das Gleiche, was dieses Kind zu seinen Geschwisterkindern gemacht hat, dann auch in der Nachbarschaft gemacht hat. Sie erzählte das schluchzend. Unter Tränen, wie eines ihrer Kinder ein anderes ihrer Kinder Leid antut. Sie hört nicht auf, sondern sie erzählt dann auch noch, dass ihre Kinder im Alter von 3 Jahren anfingen, Erwachsenenfilme zu schauen. Sie meinte dann, dass das Kind, das diese schreckliche Tat gemacht hat, zu ihr gekommen sein soll im Mai 2023 und hat ihr die Tat wohl gestanden. Freunde, glauben wir das? Ich glaube kein Wort. Ich weiß ganz genau, was diese Frau versucht zu machen. Diese Frau in ihren ganzen Videos hat sie versucht, immer ganz klar ihre Autorität und ihre Kontrolle zu signalisieren. Jetzt versucht sie, eine Tat ihrer Kinder in die Schuhe zu schieben. Voll viele schreiben, dass Ruby Frankie die Leute an Lori Bellow Daybell erinnert. Das war nämlich eine Frau, eine Mama, die hatte 2 Kinder. Die hat sie beide etwas Schlimmes angetan, dass sie nicht mehr leben. Anschließend hatte diese Mutter dann gesagt, dass sie das tun musste, weil ihre Kinder waren Zombies. Ganz ehrlich, Freunde, ich bin empört darüber, was für eine Art von Mutter das ist. Ich bin kein Fan von Mom-Judging. Überhaupt nicht. Aber diese Mutter ist in meinen Augen
überhaupt keine Mutter. Dann auch noch zu versuchen, eines ihrer anderen Kinder zu belasten. Sie hört nicht auf, sondern sie erzählt dann auch noch, dass ihre Kinder im Alter von 3 Jahren anfingen, Erwachsenenfilme zu schauen. Im Allgemeinen zweifle ich ganz stark an ihrer Erziehung. Welcher 3-Jährige fängt an, mit 3 Jahren Erwachsenenfilme anzugucken? Es sei denn, du hast sie dorthin gesetzt und sie das gucken lassen. Wie soll ein 3-Jähriger in der Lage sein, solche Filme zu suchen? Das ist nicht möglich, das kannst du mir nicht erzählen. Es sei denn, du setzt sie vor dem PC hin und lässt sie es anschauen. Selbst wenn diese Anschuldigungen wahr sein sollten, dass eines ihrer Kinder andere Kinder missbraucht haben soll, okay, warum lässt du das zu? Warum gehst du nicht zur Polizei und meldest das? Warum hat diese Mutter nichts gegen den Missbrauch unternommen? Warum kommt diese Mutter jetzt, wo sie in 6 Anklagepunkten sich verantworten muss, warum rückt sie erst dann mit dieser Geschichte raus? Hier will ich einmal erwähnen, dass sie das Kind beschuldigt, das abgehauen ist aus dem Fenster. Und wisst ihr, was ich vermute? Ich vermute, dass sie immer noch versucht, die Kontrolle zu bewahren, weil sie damit, dass das Kind abgehauen ist, die Kontrolle vollkommen verloren hat. Sie versucht, eines ihrer Kinder zu bestrafen und auch noch, dass ihre Kinder am Ende getrennt werden. Weil all ihre Kinder werden nicht zusammen in eine Art Einrichtung, Pflegeheim oder sowas ähnliches kommen, sondern jeder wird getrennt werden. Das ist quasi ihre Rache, weil eines ihrer Kinder sich dazu entschlossen hat, zu flüchten. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass sie glaubt, weil sie eins ihrer Kinder beschuldigt, dass sie das irgendwie aus der Patsche holen wird, sondern es geht für sie um die reine Bestrafung. Es geht für sie um nichts anderes. Sie weiß, dass sie im Knast sitzen wird. Das weiß sie. Bin so gespannt, ob es in nächster Zeit vielleicht ein psychologisches Gutachten bei ihr gibt, weil das würde mich echt interessieren, weil diese Frau, das ist, wie gesagt, keine Mama. Ich weiß, dass bei Mormonen, sie ist in so einer Welt aufgewachsen, in einer Bubble. Alles basiert nur auf Hierarchie. Wahrscheinlich kommt es ihr auch nicht wirklich in den Sinn, dass es vernünftige Erwachsene gibt, die auch Kinder Glauben schenken mögen, weil sie hat selber mal in ihrem scheiß Podcast gesagt, dass man Kindern nicht glauben soll. Sie denkt wahrscheinlich, wenn sie diese Story erzählt, in ihrer Bubble, kein Erwachsener wird den Kindern glauben, dass die Kinder niemanden missbraucht haben. Ganz ehrlich, selbst wenn das wirklich passiert ist, dass dieses eine Kind, das abgehauen ist, andere Kinder missbraucht hat, warum denkst du, dass es richtig ist, dein Kind zu fesseln? Gibt es ihm nicht zu essen, nicht zu trinken, es hat überall Wunden, Blauflecken. Inwiefern ist das in Ordnung? Du bist das Elternteil. Du stehst in der Verantwortung, das deinen Kindern beizubringen, was ist richtig, was ist falsch. Und eine andere Sache, wo ich mir denke, okay, vielleicht könnte das wahr sein, was ich aber nicht glaube, selbst wenn es so wäre, weißt du was, dann würde es mich nicht wundern, weil dieses Kind in seinen ganzen Lebensjahren nichts anderes gelernt hat. Ich meine, wenn ein Kind mit 3 Jahren schon anfängt, Erwachsenenfilme zu gucken, dann stehst du in der Verantwortung. Warum zur Hölle guckt dieses Kind solche Filme an? Okay, dann lernt dieses Kind von Anfang an einfach ein gestörtes Verhalten. Und das ist wieder zurückzuführen auf dich. Die Gerichtsverhandlung dauerte letzte Woche 30 Minuten. Es gibt jetzt eine erneute Anhörung am 17. und am 18. Ah nee, es gibt jetzt eine erneute Anhörung. Ich meine am 15. und am 17. So war das. Das Kind, das jetzt beschuldigt wird von der Mutter, ist momentan in einer Pflegefamilie in Obhutnahme und auch getrennt von den anderen Kindern. Mir tut das wahnsinnig leid, das ist so eine Strafe, aber wisst ihr, es wird nicht lange dauern, bis dieses Kind dann die Volljährigkeit erreicht hat und dann über diese Vergangenheit hier spricht, über die Wahrheit, was wirklich alles vorgefallen war. Lasst mir gerne eure Gedanken dazu. Glaubt ihr der Mutter? Glaubt ihr wirklich, dass eines ihrer Kinder was meint? Ich glaube wirklich, daran glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass sie diejenige ist, die einfach krank ist und versucht, immer noch von außen ihre Fäden zu ziehen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst dem Video gerne einen Daumen hoch, teilt mir eure Gedanken mit und wir sehen uns ganz bald wieder zu meinem nächsten Video. Ciao.